Frau Gino ist startklar. Jetzt Donnerschlag als letzter Teilnehmer. Und auch Donnerschlag ist unter Order. Alle Startler und der ist der Start erfolgt zum großen Preis von Rossmann. An die Spitze setzt sich Daring Match mit an der Außenseite Mikesh, innen Sugar Free in dritter Position. Dahinter folgt dann weiter aus dem Praetorian, der Gast aus Österreich vor Faschat. Dahinter dann an der Innenseite Scheng am Ende des Feldes vor Gino und Donnerschlag. Die Pferde sind im Schlussbogen unter der Führung von Daring Match mit Mikesh an der Außenseite. Dahinter dann Praetorian, dann innen Sugar Free vor Scheng und Faschat, dann vor Gino, am Ende Donnerschlag. Die Pferde kommen gleich in den Einlauf hinein. Daring Match zeigt den Weg. Praetorian, der Gast aus Österreich an der Außenseite, ist dicht auf. Auch Scheng ist mit dabei. Dann Sugar Free, so geht es in den Einlauf. Und es sind noch 450 Meter. An der Spitze ist Daring Match, Daring Match, Daring Match ist vorne vor Sugar Free. Dahinter dann der äußere Flügel mit Praetorian. Die Pferde auf den letzten 400 Metern an der Innenseite. Daring Match, Daring Match und ganz an der Außenseite. Da versuchen es jetzt auch Scheng mit Sugar Free und ganz außen dann Praetorian, aber Daring Match auf den letzten 200 Metern. Scheng kommt, Scheng wird stärker, Scheng mit an der Innenseite, Daring Match dazwischen, Sugar Free an der Außenseite, Scheng im Vorteil mit Sugar Free und an der Innenseite, Daring Match, Scheng, Scheng, Scheng wird gewinnen, Scheng gewinnt, dahinter dann Sugar Free auf dem zweiten Platz vor Daring Match, die konnten sich eine ganze Ecke lösen und dahinter dann Außenfaschat mit vor Gino und dann Donnerschlag mit Praetorian und dann Mikesh. Das muss ja schon 17 sein. Die Kandidaten auf dem Weg zur Bahn. Das, was in der Luft liegt, das ist höchstens die Spannung und keinesfalls Regen, hoffe ich mal. Und wir werden dann den Aufgalopp jetzt gleich erleben zu diesem Pferdewetten.de Bavarian Classic 2017. Wer macht's? Macht's Ittlingen, New South Park Start mit Gestüt Röttgen, Stall Helena, Dr. Bergler, der heute auch angereist ist, habe ich gerade gesehen. Gestüt Wittekenshof, Dias Racing oder Qatar Racing Limited. Die Frage steht im Raum, die Antwort gibt es gleich. Northeast Star mit Adie de Vries, der heute schon einen Wahnsinnsrenntag erlebt. Er ist favorisiert, 27:14. Wetten ist Pflicht in diesem Rennen. Wir drücken Ihnen die Daumen und hoffen, dass wir ihn sehen. Den Derby-Sieger 2017 hier in München.